Maui ist ein schöner Schmack. Danny Crane. Maui ist ein schöner Schmack. Danny Crane. Was ist das für ein Pipifax? Was sind Sie bloß für ein Arzt? Euer Ehren, dürfte ich fortfahren? Wenn es Ihnen Spaß macht. Sei nicht so heftig. Er hat gerade seinen Großvater verloren. Es war nicht sein Großvater, der gestorben ist. Das ist nur ein Zeuge, der mit seinem Hund Gassi gegangen ist. Wenn du meinst. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, hierher zu kommen. Erlauben Sie, dass ich Ihnen zuerst mein Beileid ausspreche zu Ihrem Verlust. Danke. Wie lange waren Sie und Mrs. Wilkes zusammen? 3 Wochen. Wir haben uns geliebt. Geliebt? Darüber komme ich nie hinweg. Was liebten Sie am meisten an ihr, wenn ich fragen darf? Sie war hübsch und besaß eine wundervolle Persönlichkeit. Ah. Was denken Sie, hat Mrs. Wilkes am meisten an Ihnen geliebt? Ich brachte sie zum Lachen. Sie brachten sie zum Lachen? Ich bin witzig. Können Sie mir etwas über Ihre Stimmung in den Tagen vor Ihrem Tod sagen? Sie war ziemlich traurig. Traurig? Traurig. Wie traurig? Ja. Verzeihung? Sie sagten, wie traurig. Ich stimmte zu, wie traurig. Oh, nein, nein, nein. Das war keine Feststellung. Ich wollte Sie nur nach dem Grad Ihrer Traurigkeit fragen. Also, wie traurig? Oh. Hat sie jemals geäußert, sie wäre lebensmüde? Einmal. Es war traurig. Nun, wenn Sie wirklich AIDS haben, könnte das ein psychologischer Vorteil für die Verteidigung sein. Ja. Wie traumatischer Stress. Mhm. Vielleicht Wahnsinn. Mhm. Andererseits... Was soll... Es war ein Unfall. Hopp. Waffe weg, Hendo! Er hat mich angegriffen. Ich fürchtete um mein Leben. Er sollte sich einen anderen Anwalt nehmen. Schuldig, schuldig, schuldig. Unglaublich sowas. Die verkaufen sie vor dem Gerichtsgebäude. Ha, glauben Sie ja nicht, dass ich das schlucke. Also ich finde diesen Jeffrey Coho gar nicht so heiß. Brad, Sie fühlen sich bedroht. Ach, überhaupt nicht. Hier hält ihn bloß offenbar jeder für einen Superstar. Davon sehe ich aber noch nichts. Überhaupt erst vor Gericht, Leute. Sie sagten vorhin, dass Sie erschöpfend ermittelt haben. Ja. Auch unter den 650 Menschen, die an diesem Tag zur Geschworenenauswahl antraten? Wir hatten keinen Grund, diese Leute zu überprüfen. Oh. Gab's dann also auch keinen Grund zur Überprüfung von Kurieren, Imbisslieferanten, den Dutzenden von Obdachlosen, die nach einer Toilette suchten, oder dem Publikum, das jeden Morgen hereinströmt, um sich Gerichtsverhandlungen anzusehen? Nein. Mit anderen Worten, Ihre Suche, die Sie erschöpfend nannten, war zu Ende, als Sie erschöpft waren. Einspruch. Naja, wir sind sensible Männer, Alan. So sind wir nun mal. Männer, die Wünsche haben. Kann deine Therapeutin mal bei mir Maß nehmen? Ich brauch mehr Platz. Ach, glauben Sie nicht, dass ich darauf abfahre? Ja, also manchmal ist deine Sensibilität so tiefgehend. Naja, sagen wir... Ich erreiche neue Tiefen. Das tust du. Wie entwickelt sich das mit Bethany? 3 Dates. Und beim nächsten kriege ich sie rum. Wird sie nicht böse werden, wenn sie rausfindet, dass Gracie Jane in deiner Hose rummacht? Keine Ahnung. Sie ist nicht da. Oh doch. Lüg mich nicht an. Ehrenwort. Ich werde nicht nach unten sehen. Aber du musst. Schuldig, schuldig, schuldig. Ich gehe nicht mit ekligen Schweinen ins Bett. Mene, mene, mu. Wie geht's, Danny Crane? Immer noch verrückt nach Schokopops? Wer ist dein Daddy? Danny Crane. Platz für den Landvogt. Um die Wahrheit zu sagen, ich konnte nicht ein verdammtes Wort von all dem Zeug verstehen, was hier gesagt wurde. Klar war mir aber, dass Mr. Griffin, wie ich schon sagte, ein Arsch ist. Die Idee, dass ein Mensch sich ein Patent auf die DNS eines anderen holen kann, da muss man nicht unbedingt ein seniler alter Ochse sein, um darüber nicht völlig in Verwirrung zu geraten. Aber was mich dabei am meisten verwirrt, ist die Tatsache, dass AIDS möglicherweise heilbar ist und die Forschung immer wieder auf der Stelle tritt.
Weil eine Bande von Pharmakonzernen und Wissenschaftlern sich einen Wettlauf um Patente liefern und um Profite streiten. Ich habe keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit des Doktors. Und ich nehme an, er hat das Recht an dem Patent. Aber ich komme immer wieder auf die Tatsache zurück, dass es Simon Griffins Blut. Und er ist ein Arsch. Ich entscheide hiermit für den Doktor. Sitzung ist geschlossen. Was hat er gemacht? Er spielte die Arschkarte. Es ist eine sexistische Diagnose und völliger Blödsinn. Wenn ein Mann darauf aus ist, mit jeder ins Bett zu gehen, sagen wir nicht, er ist krank, sondern wir würden sagen, er ist... Danny Crane. Ja, genau. Wie ist mein Name? Danny Crane. Mir ist bewusst, dass Sie sehr einflussreich sind, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, eine Waffe auf Obdachlose abzufeuern. Du hast auf ihn geschossen? Ja, Paintball. Das kommt vor. Wir testen unsere Produkte an Tieren, das stimmt. Aber das tun wir nur, um Menschen vor Schaden zu bewahren. Oh, Sie sind Humanistin. Warten Sie einen Augenblick. Sind Sie Lilliputanerin? Sind Sie schwachsinnig? Einspruch! Stattgegeben. Wenn du mit einem jungen Ding wie Sarah ausgehst, dann hast du ihr nur eins zu bieten. Geld. Sie kriegt Typen, die viel jünger und attraktiver sind. Bessere Liebhaber mit mehr gemeinsamen Interessen. Was du hast, ist Macht. Ich beginne meine Verabredung mittlerweile damit, dass ich Cash auf den Tisch lege. Das funktioniert? Bei Noten ja. Ich bin vielleicht der beste Anwalt aller Zeiten. Ist er nicht. Ich bin besser. Danny Crane. Ich bin besser. Andauern. Ich bin immer noch der Größte hier. Danny Crane. Inwiefern ändert dieses das alte Testament? Komplett. Damit fällt alles, was Miss Wilkes gehörte, an Miss Winger. Sie liebte mich. Sie haben sie zum Lachen gebracht. Ich bin witzig. Jerry Espenson? Du meinst die Hand? Keine Chance, er ist ein Spinner. Danny, er ist kein Spinner und er will nicht, dass man ihn die Hand nennt. Es passt aber. Die Hand. Ein kleiner Tick, nicht mehr. Wir haben alle welche. Oh nein, ich habe keinen. Wie ist dein Name, Danny? Danny Crane. Ah, genau. Die armen Karnickel. Die im Übrigen, wie die Ratten aus der Familie der Nagetiere stammen, leiden schon ein bisschen. Das ist richtig. Doch nur, um menschliches Leid zu verhindern. Was ist menschliches Leid für Sie? Sich nicht mehr schminken zu können? Einspruch. Abgelehnt. Einspruch. Stattgegeben. Danny Crane. Sie liebt mich nicht. Danny Crane. Seien Sie still. Ich habe hier zu entscheiden. Und ich habe bereits meine Entscheidung entschieden. Euch alle weich kochen und euch die Haut vom Leibe ziehen. Oder so etwas in der Art.